Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, hier live von der Motorräder 2014 in Dortmund. Ich befinde mich jetzt am Heldstand mit Oliver Schmidt. Oliver, du stellst uns eine neue Textilkombi vor, die sieht so aus, wie man in Österreich sagt, als würde sie alle Stückeln spielen. Ja? Was ist das für ein neues Produkt? Richtig, richtig. Also das ist der Nachfolger von unserer bereits bekannten Carese und Tonneau Kombination. Carese 2, wir haben die also nochmal etwas verbessert, haben auch neue Farben jetzt noch für das Modell und ist eine Tourensport-Kombination, die auch ein bisschen Enduro-lastig ist, also in Richtung zum Beispiel BMW GS-Fahrer, so in die Richtung auch sehr gut geeignet. Eben auch sehr gut für hohe Temperaturen geeignet, also wir haben ein Drei-Lagen-System bei dieser Kombination, das heißt, wir können also quasi den vollen Temperaturbereich abdecken. Wir haben eine Außenschicht natürlich, wir haben eine separate Membrane, die herausnehmbar ist. Und wir haben ein weiteres Wärmeinnenfutter. Das heißt, je nach Bedarf und Temperatur kann man diese Kombination dann immer ideal ausrichten. Die sehr hohen Temperaturen können wir natürlich super bewerkstelligen. Also im normalen Sommerbetrieb, wenn es sehr warm ist, weil wir extrem viele Belüftungen an der Jacke haben, wie man schon sehen kann. Also man kann die Ärmel aufmachen, man kann die Brust separat belüften. Auch an der Hose haben wir Belüftungen, auf der Rückseite sind Belüftungen. Und dadurch, dass man die Membrane herausnimmt, wenn es sehr warm ist, kommt die Luft natürlich auch super durch. Ja, das heißt, man kann hohe Temperaturen sehr gut bedienen, weil man einfach eine super Belüftung hat bei dem Modell. Mhm. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Farbkombinationen. Und wir haben diese Technologie auch noch in zwei anderen Modellen. Oliver, diese Jacke hat aber auch noch eine ganz spezielle Funktion. Ja, das ist richtig. Also dieses Drei-Lagen-System eben mit der Membrane, die da integriert ist, ist auch das Besondere, dass wir also die Membrane bei einem Regenschauer entweder in der Jacke lassen können oder optional die auch herausnehmen und darüber tragen. Das heißt, also wenn ich losfahre zum Beispiel bei einer Tour und es fängt zu regnen an, es ist schönes Wetter, aber die Tour kommt dann in den Regen, dann ziehe ich einfach die Membrane außen drüber und somit bleibt die komplette Außenjacke natürlich auch trocken. Das ist also innen und außen verwendbar. Super innovatives Feature. Also wie gesagt, die Kombi sieht für mich aus, als würde sie einfach alles können. Ich kann die ganzen Taschen hier ja gar nicht abzählen. Aber zweites Thema ist natürlich auch immer das Thema Sicherheit. Was habe ich hier für Protektoren? Es ist also alles schon ausgerüstet mit Protektoren. Ja, es sind also die Sastec-Protektoren, also ein sehr guter Protektor. Alles schon hinterlegt mit Ellenbogen, Schulter, Knieprotektoren, alles schon drin. Wir haben dann hinten noch die Option, auch noch zu erweitern, also mit einem weiteren Rückenprotektor, der jetzt vom Werk aus nicht schon drinnen ist, weil eigentlich die beste Kombination für den Rücken, was die Sicherheit angeht, ein separater Rückenprotektor ist. Aber man kann ihn natürlich auch in der Jacke noch nachrüsten. Damit was sicher ist, muss es natürlich passen. Welche Größen sind verfügbar bei euch? Wir haben also die auch neben den Normalgrößen auch noch in Sondergrößen. Das heißt, wir haben Kurzvarianten, wir haben Langvarianten und untersetzte Größen auch. Also da findet jeder sein passendes Teil. Perfekt. Dann würde ich sagen, die Kombi findet man auf eurer Homepage. Weitere Informationen? Richtig, richtig. Also bei uns, bei allen unseren Händlern. Wir haben auch eine Händlerseite und eine Händlersuche bei uns auf der Seite. Also da findet jeder dann seinen richtigen Ansprechpartner. Okay, vielen Dank.